Dritter Teil, die letzten sind wieder. Wir springen ins Jahr 1845. Da hat es jetzt schon wieder eine Revolution gegeben, von 1830 in Frankreich. Denn die Franzosen waren wieder die Ersten, die sich mit diesem System Metternich nicht zufrieden gegeben haben. Also wieder vom Less, wieder alles wie vorher, so fast jedenfalls, mit der Herrschaft der Fürsten. Und 1830 waren die Franzosen eine Revolution. Und manche in Deutschland, zum Beispiel eben auch hier Kerwig, den wir hier sehen, wünschen sich, dass es in Deutschland auch eine Revolution gibt. Das Hambacher Fest, gar nicht so weit weg von hier, ist ja das beste Beispiel dafür. Wir gehen aber direkt ins Jahr 1845. Wo sehen wir Georg Kerwig? Sauber. Oh, naja, da. Wir kommen nachher nochmal zurück. Etwas verschwommen. Also, da liegt was besser. Gut, also hier auf Kerwig jedenfalls. Er ist 1845 schon längst in Paris im Exil, weil jemand, der zu dem Zeitpunkt in Deutschland wirklich freiheitliche Gedanken äußert, der hat ein Problem. Deswegen ist er in Frankreich und bekommt natürlich jetzt mit, die Deutschen, die wollen nicht so richtig mit ihrer Revolution. Und er schreibt wirklich einen Text, wo ich sagen würde, man merkt ihm, dass man merkt diesen Text an, dass wir auf Kerwig das eigentlich richtig ist. Sagen, es kann aber wohl wahr sein, dass wir uns hier als Deutsche ewig unterdrücken lassen von den eigenen Fürsten. Deswegen der Text, du wagst doch nur einen Tag. Also wenigstens mal probieren mit der Revolution, nur einen Tag frei zu sein. Probiert es doch wenigstens. Das ist die Botschaft dieses Liedes. Und, er wird auch gehört, aber natürlich erst später. 1845 selber ist ja nichts, aber es passt genau in diese Zeit hinein, diese sogenannte Vormärzzeit. Die Revolution von 1830 und dann der großen 48er. Wie ich sagte, jetzt starten wir gerade die Zeit auf. Mit so war es doch. Und wachsen wir zu einem Tag.
1848, die große Revolution in Deutschland. Und wieder geht der Impuls von Frankreich los. Im Februar 1848 gibt es eine Revolution in Frankreich. Und Georg Herbig, habe ich ja gesagt, der ist ja jetzt in Frankreich zu diesem Zeitpunkt, in Paris. Und in dem Augenblick, wo die Kunde kommt, jetzt ist wirklich Revolution hier, da treffen sich dann die Exildeutschen vor seinem Fenster und singen dieses Lied und sagen zu ihm, Georg Herbig, du musst jetzt unser Anführer sein. Wir ziehen jetzt mit der deutschen Legion nach Deutschland und lösen da eine Revolution aus. Und das haben einige getan und deswegen gibt es tatsächlich im März 1848 von Frankreich ausgehend die deutsche Märzrevolution. Also das, was 1830 nicht geklappt hatte, oder nur das Handwerker festkam, also nur immerhin, aber es kam keine Revolution, das klappt jetzt im Jahr 1848. Er ist einer von den vielen, die das mit rübergetragen haben. Der spielt in der Praxis jetzt keine große Rolle, auch diese demokratische Legion, die jetzt hier kommt, deutsche demokratische Gesellschaft, die dann darüber ziehen, die sind militärisch völlig unbedeutend, werden schnell aufgerieben. Aber es ist ein Beispiel dafür, dass eben von Frankreich jetzt wieder Revolutionsfreiheitsimpulse kommen. Also nach der napoleonischen Zeit, Frankreich unter Rücker, kommt jetzt wieder Frankreich die Vorbilder.